Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich einen ganz hochkarätigen Gast bei mir. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Köln und war bei der letzten Bundespräsidentenwahl Kandidat für die Partei Die Linke. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Christoph Butterwege. Hallo Christoph, ich grüße dich. Tag, hier Rainer. Wir verzichten auf den Professor, haben wir ausgemacht. Ja, absolut. Ja, ich bin der Rainer, du bist der Christoph. Absolut. Der Kurt Beck hat gesagt, Genossen unter sich reden sich sowieso nur mit du an, als andere wäre eine Beleidigung. Ja, an Kurt Beck habe ich auch noch ganz positive Erinnerungen. Ja. Wie der allerdings in der SPD abgewickelt worden ist, das war weniger schön. Ich habe dein Leben mal so ein bisschen nachvollzogen und also was der Mann alles studiert hat. Ja, du musst, man ist ja neugierig als junger Mensch. Du musst von uns der Gescheiteste sein. Ich weiß nicht, ob man durch Studieren gescheit wird, aber zumindest kann man seinen Horizont weiten. Denke ich schon, ja. Und du musst Folgendes sehen. Ich habe 1970 angefangen zu studieren und damals gab es ja noch nicht wie heute, also Module und Bachelor und Credit Points, die man bekommen muss. Und nicht der Computer hat einen zugewiesen zu einer Veranstaltung, sondern das eigene Interesse war entscheidend. Und da habe ich mich für viele Sachen interessiert und habe entsprechend auch lange studiert und vieles. Für alle, die den Christoph noch nicht kennen, will ich ihn kurz mal vorstellen. Der Christoph ist 51 in Albersloh, das ist im Kreis Münster-Westfalen, geboren. Wenn irgendwas nicht stimmt, gleich sagen Stopp. Ne? Dann 1970 hast du Abitur gemacht in Dortmund am Max-Planck-Gymnasium. Hast dann, das war im Sommer, im Wintersemester angefangen zu studieren an der Ruhr-Universität in Bochum. Jetzt kommt's. Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft, Psychologie und Philosophie. Der Wahnsinn, oder? Ja, abgeschlossen habe ich nur die Sozialwissenschaften und die Philosophie. Und Psychologie war ich eher enttäuscht, besonders über die naturwissenschaftlichen Experimente, die man da gemacht hat. Frösche sezieren und dann Elektronen anschließen und ähnliches mehr, das war nicht so mein Ding. Und bei der Jura, also bei der Rechtswissenschaft, da hat man mir gesagt, da waren Kurt Bienenkopf und andere Professoren, und da hat man mir nach einigen Klausuren gesagt, das sei schon wegen meiner Sprache nicht das Richtige, weil ich hatte damals von der Frankfurter Schule, Theodor Adorno, eine sehr, sagen wir mal, ja, üppige Sprache. Ja. Und die Juristen wollten ganz korrekt und knapp ihre Terminologie haben. Ja. Und da fand man, dass ich nicht der Richtige sei für das Studium. Und da habe ich nach zwei Semestern und nach den ersten gerade knapp bestandenen Klausuren, in der Rechtswissenschaft ist eine 4- eine super Zensur. Ja. Das ist zum Glück in der Politikwissenschaft anders und in den Sozialwissenschaften habe ich dann aufgehört. Ja, aber du hast doch genug anderes studiert. Ne? So ist das. Dann 75, das musst du mir erklären, stand da Diplom RER.SOC. Was sind das? Ja, RER.SOC, das ist eben Rerum Sociarum, das heißt die gesellschaftlichen Angelegenheiten, wenn man so will. Also Sozialwissenschaftler, das Diplom in Sozialwissenschaften. Also ganz einfach, 1975 hatte Christoph sein Diplom in Sozialwissenschaften gemacht. 78 M.A. Philosophie. Ja, das ist der Magister. Magister. Also das, was heute natürlich auch noch existiert, aber in der englischen Form. Und das ist auch so ein Studienabschluss, den man machen konnte als ersten vor der Promotion, also bevor man ein Doktorstudium aufnimmt. Zu deiner Zeit gab es noch keinen Master und Bachelor? Nein, die gab es noch nicht und ich war auch nicht böse. Wollte ich gerade sagen, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Nee, ich bin eigentlich ein Gegner dieser auch US-Amerikanisierung der Hochschullandschaft. Ja. Es wird ja alles jetzt umgestellt. Und es wird alles auf betriebswirtschaftliche Effizienz, Drittmitteleinwerbung, die Hochschulen werden zu Unternehmen gemacht und die Studierenden werden eingepasst. Da findet eine Verschulung statt, also durch dieses Modularisieren muss man ganz genau vorgegebene Inhalte studieren und nicht wie wir damals, wenn uns eine Veranstaltung interessiert hat oder ein Dozent, eine Dozentin, dann sind wir da hingegangen. Das geht heute gar nicht mehr, sondern du musst vom Computer gewissermaßen zugewiesen werden. Ich habe schon mal jemandem erzählt, am Gymnasium hatten wir eine super Physiklehrerin,
die das erste Staatsexamen bestanden hat und das zweite Staatsexamen dann praktisch vor sich hatten. Und die hat mit uns das so gemacht, Physik, dass jeder von uns, sogar ich, das verstanden hat. Als dann jetzt die Prüfung war, ist sie durchgefallen mit der Erklärung, genau was du sagst, sie hätte sich nicht nach dem Lehrplan gehalten. Ja, ja. Das ist also in Schulen fast so ähnlich. Also Hauptsache, du baust deinen Lehrplan durch, ob die Schüler mitkommen, ist ganz egal. Ja, es ist in den Universitäten eine Verschulung insofern, als du früher, wenn du Abitur machtest, meinetwegen 1970 wie ich, dann kamst du in das Reich der Freiheit, an die Uni. Da war plötzlich, konntest du dir alles aussuchen, was du studierst und wie du es machst. Und heute ist es genau umgekehrt. Wenn du aus der Schule kommst, fängt es erst an beim Übergang auf das, auf die Universität, dass es noch viel verschulter ist als in der Schule und alles viel vorgegebener und ständig Prüfungen, ständig Klausuren zu schreiben. Also es wird heute ein unheimlicher Druck auf die Studierenden ausgeübt und das halte ich nicht für richtig, weil ich denke, damit werden Duckmäuser herangezüchtet und nicht Menschen, die eigentlich an der Universität, so wie ich auch als Hochschullehrer, als Professor das verstanden habe, ihren Horizont weiten, kritisch die Gesellschaft durchdenken sollen, verstehen sollen, warum vielleicht alles nicht so ist, wie es in der Zeitung steht, also hinter die Kulissen zu gucken, das wird heute kaum noch gemacht. Ich habe ja Musik studiert und da war gerade in diesen Musikgeschichtsfächern hatte ich immer den Eindruck, das ging immer so abschnittsweise. Klassik, Romantik, neue Zeit. Aber gerade die Übergänge sind interessant in der Geschichte. Absolut. Und diese Übergänge sind an der Uni nicht zum Tragen gekommen. Das heißt, wenn einer mit seinem Klassikmodul fertig war, kam der andere mit seinem Romantikmodul. Und das ist eben dieses Moduldenken, wie du gesagt hast, das finde ich nicht so gut. Ja, die Module müssen abgearbeitet werden und die sind eben in den Sozial- und Politikwissenschaften, in diesem Bereich sind die eben zum Teil auch sehr willkürlich gestrickt. Und diese ganze Studienreform, die es da gegeben hat, die ist für mich eher ein Schritt nach hinten gewesen. Dann ging es weiter, Christoph. 1980 Promotion zum Dr. Rehrbull an der Uni Bremen. Was ist das? Rehrbull? Ja, Politikwissenschaften. Immer diese Abkürzung. Ja, ja. Dann vom 1. August 87 bis 31. Juli 89 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, Studiengang Weiterbildung an der Uni Bremen. Dann 1990 Habilitation im Fach Politikwissenschaft an der Uni Bremen. Na, das ist so, wenn du so willst, die Meisterprüfung für die Wissenschaftler, dass sie sich habilitieren. Das heißt, sie schreiben eine ganz, sehr wissenschaftliche und ausführliche Arbeit. Bei mir war das eine über den Austromarxismus und den Staat. So heißt es, Austromarxismus und Staat heißt das dicke Buch von, weiß ich nicht, sicherlich über 500 Seiten. Und da habe ich die österreichische Sozialdemokratie zwischen den beiden Weltkriegen untersucht. Also Otto Bauer, Max Adler, Karl Renner, das waren sehr eindrucksvolle Gestalten, die auch theoretisch sehr, sehr interessante Überlegungen angestellt haben, viele Bücher, viele Artikel geschrieben. Und damit habe ich mich 10 Jahre intensiv beschäftigt. Wahnsinn. Bin nach Wien häufig gefahren, in die Archive gestiegen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl es von Bremen aus, damals wohnte ich in Bremen, sehr, sehr aufwendig war. Und dann habe ich mit dieser dicken Arbeit gewissermaßen also meine Meisterprüfung in der Politikwissenschaft abgeschlossen. Damit auch die Voraussetzungen geschaffen, um dann eben noch Professor werden zu können. Dann warst du Dozent an der Akademie für Arbeit und Politik sowie an der Forschung und Bildungsstätte für die Geschichte der Arbeiterbewegung im Lande Bremen. Ja, sowas gab es damals noch und gibt es hoffentlich heute auch noch. Da wurde eben natürlich häufig dann so aus auch sozialdemokratischer Perspektive untersucht, wie sich die Arbeiterbewegung entwickelt hat. Und man war ja damals auch noch sehr viel stärker an so historischen Themen interessiert. Heute stelle ich eher auch so eine Geschichtslosigkeit fest, dass man nicht mehr wissen will, wie das früher war, weil man nicht mehr nach vorne, also nicht mehr nach hinten guckt, um besser nach vorne sehen zu können, sondern man ist ganz auf die Gegenwart heute orientiert und man kann aber die Gegenwart und die Zukunft nicht gestalten, wenn man nicht weiß, wie sich das historisch entwickelt hat. Und deshalb finde ich solche Institute und Einrichtungen zur Geschichte auch der Arbeiterbewegung nach wie vor eigentlich wichtig. Aber heute
wird das nicht mehr in dem Maße gutiert, sondern die Gesellschaft hat sich sehr verändert und alleine schon den Begriff der Arbeiterbewegung oder der Arbeiterklasse in den Mund zu nehmen, stempelt dich heute zu jemandem, der irgendwie ein Außenseiter ist und der nicht mehr mit dem Mainstream Fall konform geht. Und das ist eigentlich schade. Christoph, wie siehst du das? Ich habe so den Eindruck, die Gewerkschaften, gerade in der heutigen Zeit, wo man sie mehr brauchen würde denn je, Teilzeitarbeit, dann verschiedene Löhne bei gleichen Berufsfeldern, aber die halten sich sehr zurück, oder? Naja, die Gewerkschaften sind heute wichtiger denn je, obwohl sie es natürlich viel schwerer haben. Also stell dir vor, so einen Crowdworker oder Clickworker zu organisieren, der da zu Hause an seinem Computer sitzt und auf Aufträge wartet, die häufig nur so 1 Euro oder 2 Euro betragen. Oder stell dir vor, so einen Paketfahrer in irgendeinem Billigdienst mit einem ganz niedrigen Lohn, wie willst du den organisieren? Ja. Die Großbetriebe, auf die sind die Gewerkschaften natürlich sehr stark orientiert gewesen. Ja. Da kannst du viel leichter organisieren und auch eine gewisse organisatorische Schlagkraft entwickeln. Heute ist das alles viel schwieriger, obwohl eben mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit Minijobs, mit Midijobs, mit Zwangsteilzeit, mit Leiharbeit, die liberalisiert worden ist, auch durch die Agenda 2010, da ist es eigentlich nötiger, dass sich diejenigen, die davon betroffen sind und die am Rande der Armut leben, dass die sich zusammenschließen und im gewerkschaftlichen Zusammenhang dann auch Kraft entfalten. Aber das ist heute viel schwieriger, als das eben in den traditionellen Großbetrieben der Fall war. Und die Digitalisierung wird wahrscheinlich dazu beitragen, dass das noch schwieriger wird für die Gewerkschaften. Aber wenn das nicht gelingt, da eine Gegenmacht aufzubauen gegen ein Kapital, das sich immer stärker international organisiert, das auf den Finanzmärkten spekulativ unterwegs ist, dann werden natürlich die abhängig Beschäftigten immer mehr auf der Strecke bleiben. Wir haben einen Test gemacht im Flugverkehr. Und da hat sich eine Kuh mal bereit erklärt, in ihre Lohnzettel reinschauen zu lassen. Hat man festgestellt, obwohl das bei den Crewmitgliedern bis auf den Purser, der Chef ist, gleiche Arbeitsbedingungen waren, zum gleichen Arbeitsfeld eingestellt worden sind, hatten die alle verschiedene Löhne, alle verschiedene Verträge. Der eine hat einen Zeitvertrag, der andere hat Teilzeit und da hat man gesagt, das ist doch erschreckend und genauso ist es dann, weil der eine sagt, warum soll ich weniger verdienen wie mein Kollege? Ich arbeite genau das Gleiche. Hm. Ist es vielleicht sogar extra gemacht? Oder? Ja, natürlich werden die verschiedenen Gruppen gegeneinander ausgespielt. Ja. Und wir haben ja so in Deutschland so eine Kultur, dass man nicht unbedingt in den Lohnzettel, auf den Lohnzettel des anderen guckt. Ja, ja. Also in den skandinavischen Ländern, da gibt es so eine Art Telefonbücher, wo sogar die Steuerzahlung der Bürger und auch sogar des Königs dann zum Teil verzeichnet ist. Bei uns weiß häufig der eine gar nicht, was der andere verdient. Und dass dann die Frauen 22 oder noch mehr Prozent schlechter bezahlt werden, spielt auch noch da rein. Aber das sind so Ungerechtigkeiten, die werden einfach so akzeptiert in diesem modernen Kapitalismus. Und das ist schon erschreckend, dass so wenig an Gegenwehr und an Protest und Widerstand zu verzeichnen ist. Ich habe so das Gefühl, früher war das so, wenn du eine gute Leistung gebracht hast, bist du auch aufgestiegen. Ja, das war das Versprechen zumindest. Ja, ja. Und heutzutage ist es so, hat jeder einen anderen Arbeitsvertrag, egal was er für eine Leistung bringt. Du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn du deinen Arbeitsvertrag hast, hast du ihn. Also die Leistung wird gerade mehr honoriert in dem Sinne. Oder sehe ich das falsch? Naja, ich sehe diese Leistungsideologie sowieso sehr kritisch. Weißt du, man rechtfertigt Armut und Reichtum in der Gesellschaft oder auch die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich damit, dass man sagt, okay, der Reiche, der hat etwas geleistet, der hat sich angestrengt, der war fleißig, weil es war das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik. Wer sich anstrengt, wer sich Mühe gibt, wer was leistet, der wird mit Wohlstand bis ans Lebensende belohnt. Und umgekehrt, die Armen werden deshalb ausgegrenzt oder eben zumindest nicht in dem Maße mit Solidarität bedacht, weil man sagt, naja, die haben das ja nicht anders verdient. Also wer arm ist, da sagt man, der ist Drückeberger, der ist Faulenzer, der ist Sozialschmarotzer. Also der hat sich nie angestrengt und ich glaube, dass zum Beispiel
die Währungsreform 1948, dass die viel dazu beigetragen hat, diesen Mythos zu erzeugen, weil da kriegte jeder also sozusagen den gleichen Geldbetrag. Ja. Und dieser gleiche Geldbetrag, der war natürlich dann in der Ideologie die gleiche Ausgangsbasis für alle. Und wer dann reich geworden ist, da hat man gesagt, okay, der hat sich angestrengt und was daraus gemacht. Und der arm geblieben ist, da hat man gesagt, na gut, der hat sich nicht genügend angestrengt. Und das hat viel dazu beigetragen, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich sich vertiefen konnte in Deutschland, ohne dass das den entsprechenden Widerstand hervorgerufen hat. Ich habe auch so das Gefühl, mein Vater war bei der Firma Opel beschäftigt und da waren öfters Leute dabei, die wären heute gar nicht mehr in der Lage, in einem Betrieb zu arbeiten. Früher waren sie es auch nicht, aber die sind einfach mitgezogen worden. Ich finde es, auf der einen Seite war es natürlich produktions- oder produktiv gesehen natürlich kein Vorteil, aber heutzutage ist es so, wenn du nicht der Norm entsprichst, egal was du leistest, wirst du einfach dann nicht mitgenommen. Das ist auch ein Fehler. Das heißt, oftmals spielen gar nicht die Leistung im Betrieb eine Rolle, sondern dein Umfeld. Ja, vor allen Dingen musst du ja auch sehen, was ist Leistung? Also Guido Westerwelle, der frühere FDP-Vorsitzende, Gott sei seiner Seele gnädig, der hat ja immer gesagt, Leistung muss sich lohnen. Aber was ist denn Leistung? Also ist Leistung, wie ich das sehen würde, das, was eine Erzieherin, ein Altenpfleger oder eine Krankenschwester tut? Oder ist Leistung, auf den Finanzmärkten die richtigen Entscheidungen zu treffen, meinetwegen die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen? Ja. Also in dieser neoliberal geprägten Gesellschaft wird Leistung auch häufig gleichgesetzt mit ökonomischem Erfolg. Und ich bin der Auffassung, das hat eigentlich gar nichts zu tun. Leistung müsste man auch danach bewerten, ob jemand zum Beispiel aus seinen Möglichkeiten das Optimale gemacht hat, durch Anstrengung, dadurch, dass er eben sich bemüht hat. Oder ob es ihm in den Schoß gefallen ist, zum Beispiel, du kannst heute einen ganzen Konzern erben, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Es ist aber keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Milliardärs zu sein. Und das, was Guido Westerwelle gesagt hat, nämlich anstrengungsloser Wohlstand bezogen auf die Hartz-IV-Empfänger, ist in Wirklichkeit natürlich, gilt das für die Firmenerben. Denen fällt es in den Schoß, die werden mit dem goldenen Löffel geboren und müssen aber keine Steuern zahlen, obwohl sie ja nichts dafür können, dass jemand oder eigentlich nicht meistens die Vorfahren des Betreffenden, sondern die dort Beschäftigten, dass die diesen Reichtum, dieses Vermögen, das in der Firma steckt, geschaffen haben. Das erbt jetzt jemand und warum soll er darauf eigentlich keine Steuern zahlen? Das ist eine der vielen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, die ich bekämpfe und wo ich kein Verständnis dafür habe, dass man seitens der Großen Koalition und dann auch zum Beispiel von Winfried Kretschmer als Ministerpräsident von Baden-Württemberg diese Form von Steuerpolitik zugunsten der Reichen weiter betrieben hat. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Gerechtigkeit einkehrt. Ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, Leistung wäre die Kombination von Einsatz und Glück. Ja, ist auch was Wahres. Wobei das Glück sollte da eigentlich keine Rolle spielen, sondern wirklich, man muss immer gucken, woran misst man die Leistung? Ja. Also misst man die am Ergebnis oder berücksichtigt man zum Beispiel auch die Ausgangssituation? Und wenn jemand zum Beispiel gesundheitlich etwa beeinträchtigt ist, dann ist für den vielleicht schon was eine ganz tolle Leistung, was für den anderen, den Spitzensportler, überhaupt gar keine Leistung ist. Und da finde ich, muss man die individuellen Voraussetzungen mit berücksichtigen. Dann darf man nicht den Fehler machen, ökonomischen Erfolg und Leistung gleichzusetzen. Und dann sollte natürlich eigentlich noch eine gerechte Entlohnung stattfinden, was aber auch immer weniger der Fall ist. Ich habe so den Eindruck, Christoph, früher, ich habe einen Verwandten gehabt, der hat bei der Post, Deutsche Post hieß es auch so, angefangen als Briefträger. Mhm. Der hat kein Abitur gehabt, war Flüchtlingskind, also Familienkind, hat sich hochgearbeitet bis in den gehobenen Beamtendienst. Das wäre heute undenkbar, oder? Ja, es ist heute vieles jedenfalls schwieriger. Bei mir zum Beispiel war das auch so, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren, bin ich dann aber aufs Gymnasium geschickt worden, habe Abitur gemacht, studiert. Nach dem Studium war ich lange arbeitslos, aber viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben und dann noch C4-Professor geworden. Mhm. Das hatte viel auch mit Glück zu tun übrigens, nämlich damit, dass man die richtigen Themen zum Beispiel bearbeitet hat
Also ich habe mich früh mit dem Rechtsextremismus beschäftigt, ich habe mich frühzeitig mit der Rüstungskonversion beschäftigt, ich habe mich dann mit Armut und sozialer Ungleichheit beschäftigt und das waren dann richtige Themen. Aber heute fällt das alles viel schwerer, über Bildung aufzusteigen, obwohl eben das den Leuten eingeredet wird. Ja. Aufstieg durch Bildung heißt ein Programm der Bundesregierung. Und die Kanzlerin predigt den Armen, bildet euch, bildet euch, bildet euch. Obwohl, wenn alle besser gebildet wären, ich wünsche es allen Kindern und Jugendlichen, nicht nur den mit Migrationshintergrund, dann hätten wir am Ende nicht die Armut besiegt, sondern wir hätten am Ende mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss. Also gesellschaftlich ist Bildung kein Allheilmittel, um soziale Probleme zum Beispiel zu bewältigen, sondern Umverteilung wäre nötig von oben nach unten und viele derjenigen, die die Bildung predigen, den Armen, verbinden damit übrigens den Vorwurf, ihr habt euch nicht genug gebildet und seid deshalb arm geworden. Und was man natürlich auch macht, statt Bildungsbarrieren abzubauen und eine bessere Bildung für alle zu gewährleisten, baut man Hürden wie Studiengebühren, wie die Förderung von Privatschulen oder zum Beispiel die Abschaffung von Lernmittelfreiheit. Das sind alles Schritte, um im Grunde den Kindern aus sozial benachteiligten Familien schlechtere Chancen zu schaffen. Nein. Das ist sowieso nicht nur in Deutschland so eigentlich so ein gängiges Modell. Man schiebt die Schuld immer dem anderen zu, ohne bei sich mal zu schauen, was könnte man selbst verbessern. Das ist nicht nur in der Politik so, das ist ein menschliches Phänomen schon. Dann machen wir mal weiter. Du warst dann an der Uni Bremen, Münster, Duisburg, Erfurt, Fachhochschule Bremen, Fulda, Magdeburg. Ja, das waren alles Lehraufträge. Man ist eben, wenn man in so einer Situation ist, nach dem Studium keinen festen Arbeitsplatz zu finden, was als Sozialwissenschaftler sicherlich immer schwierig war, dann versucht man natürlich, sich immer weiter zu qualifizieren. Das habe ich mit dieser Habilitation gemacht. Aber man versucht natürlich auch über Lehraufträge zu zeigen, dass man in der Lage wäre, so eine Professur zu bekleiden. Und das habe ich an vielen, vielen Hochschulen gemacht. Und am Ende war es dann zumindest auch erfolgreich. Von 91 bis 94 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bremischen Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung. Ja. Das hast du schon mal angesprochen worden, ne? Aber ja, weil ich mich viel mit Friedensforschung und Rüstungskonversion beschäftigt habe. Also nach dem Ende des Kalten Krieges war man ja der Auffassung, jetzt wird die Rüstung mehr oder weniger abgeschafft. Jetzt stellen wir fest, es wird wieder aufgerüstet. Die NATO stellt ständig neue Ziele auf. 2% des Bruttoinlandsprodukts sollen in die Rüstung gehen. Donald Trump will schon 4%. Ich fürchte, dass der Sozialstaat geopfert wird zugunsten eines Rüstungsstaates. Denn natürlich hat die Rüstungsindustrie ein großes Interesse daran, die zu verdienen und die Rüstung wieder voranzutreiben. Und wenn die NATO-Staaten die Rüstungsspirale betreiben und an der immer weiter drehen, dann wird unser Sozialstaat dabei womöglich auf der Strecke bleiben. Und es war damals die Hoffnung, jetzt stecken wir alles an Ressourcen in die Rüstungskonversion. Also wir bauen die Panzer um zu Flügen oder zu Treckern oder zu anderen sinnvollen Löschfahrzeugen. Jetzt gibt es ja gerade große Brände in bestimmten Teilen der Welt. Da war so eine Vorstellung, wir schaffen aus Panzern ganz tolle Fahrzeuge, die große Brände bekämpfen können. Und dazu muss natürlich der Wille da sein, Rüstung abzubauen und Rüstungsprodukte in zivile umzuwandeln. Und das hat die Bremische Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung auf ihre Fahnen geschrieben. Und da habe ich voller Begeisterung auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter natürlich diesen Prozess vorangetrieben. Habe aber festgestellt, dass wir nach kurzer Zeit eher wieder so einen Rückschritt hatten, dass nämlich Aufrüstung wieder schick wurde und keineswegs die Hoffnungen sich erfüllten, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der Auflösung der Sowjetunion, jetzt der ewige Friede ausbricht. Ja. Von 94 bis 97 hast du dann die Vertretung einer C3-Professur für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der FH-Fachhochschule in Potsdam gekleidet. Und dann? Da habe ich Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen ausgebildet und die haben mich auf die Idee gebracht, mich dem Thema Armut zuzuwenden, weil damals kurz nach der Wende und kurz nach der Vereinigung, besonders in den ostdeutschen Bundesländern, also die Kinderarmut da zu einem ganz großen Problem wurde. Und da haben die Studierenden gesagt, wenn wir demnächst als Sozialarbeiter und als Sozialpädagogin in unserem Berufsfeld tätig sein wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wodurch Armut entsteht, wie man mit ihr umgeht, wie man sie beseitigt.
Und da habe ich mich diesem neuen Arbeitsfeld zugewandt, das dann in den letzten Jahren ja doch mein Hauptarbeitsfeld geworden ist, weshalb ich mir dann dieses Etikett des Armutsforschers auch angefangen habe. Ab dem 1.1.98 warst du dann C4-Professor. Ja, in Baden-Württemberg sagt man, glaube ich, noch Ordinarius dazu. Ja. In Nordrhein-Westfalen ist das zum Glück nicht der Fall mehr. Ja. Aber es ist eben schon die höchste Stufe der Professur und da habe ich dann sehr viel Wert darauf gelegt, eben nicht so als Ordinarius daherzukommen, sondern mit den Studierenden mich zu duzen, mit denen zusammen was zu erarbeiten in Projekten und gerade auch solche Themen wie zum Beispiel Armut oder zum Beispiel auch Gewalt und Rechtsextremismus zum Thema an Schulen zu machen. Denn jetzt habe ich, als ich da 1998 nach Köln kam, an die damals erziehungswissenschaftliche, heute humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, habe ich Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Und die haben natürlich an den Schulen mit diesen Problemen zu tun, mit Armut, mit Gewalt, mit rechten Tendenzen. Und das war dann natürlich ein Gebiet, auf dem ich mich sehr stark getummelt habe. Christoph, jetzt kommen wir mal zu deinen politischen Zielen, politische Laufbahn. Christoph hat nicht nur studiert, der war auch seit 1979 in der SPD. Ja, das stimmt. Als Juso-Funktionär bist du eingetreten. Jetzt habe ich mit Erschrecken gelesen, 74, 75 haben sie dich wegen eines Artikels rausgeschmissen. Ja, ich habe einen Artikel geschrieben in den Blättern für deutsche und internationale Politik und der hieß Die rechte Herausforderung. Und in diesem Artikel habe ich die These aufgestellt, dass die SPD, die gerade ja einen Personalwechsel in der Form hatte, dass Helmut Schmidt Kanzler geworden war anstelle von Willy Brandt. Das war meine Befürchtung, die sich auch später bewahrheitet hat, dass Helmut Schmidt die SPD so weit nach rechts führt, dass sich die SPD gewissermaßen selber der Regierungsführerschaft beraubt und die CDU sich ins gemachte Bett legen kann. Und genau das ist eingetreten. Zwar erst 1982 ist Helmut Kohl erst Bundeskanzler geworden, aber 1974 deutete sich das meines Erachtens schon an, dass die SPD ihre programmatischen Ziele aufgab, sich also nicht mehr so sehr als die Arbeitnehmerpartei des demokratischen Sozialismus sah. Und das hat uns Jusos alarmiert und da habe ich einen frechen Artikel geschrieben und da wurde mir vorgeworfen, ich hätte damit den Interessen der SPD geschadet, die Arbeitnehmerschaft von der SPD entfremdet. Und ich wollte mit Kommunisten zusammenarbeiten und das sei nun das Allerschlimmste. Und dann wurde ich einen Tag, nachdem ich in den Bezirksvorstand der Jungsozialisten im Bezirk, größten Bezirk Westfalen gewählt worden war, mit einem Parteiordnungsverfahren überzogen und wurde aller meiner innerparteilichen Rechte beraubt. Also Sofortmaßnahmen wurden ergriffen und man holte aus, um einen engagierten Jungsozialisten mit damals so langen Haaren bis weit über die Schultern, um den endlich aus der SPD zu entfernen, was dann auch gelungen ist 1975. Also, bei aller Liebe, das war eigentlich diktatorisch. Ne? Naja, es war damals so eine Stimmung, später war dann auch Klaus-Uwe Benneter ein Opfer dieser vielen Ausschlüsse, die es damals gab. Ich war mit einer der Ersten, denen das passierte. Ja. Die SPD, musst du dir vorstellen, war ja doch eine sehr verkrustete Partei. Und nicht nur der Adenauer-Staat war in den 60er Jahren verkrustet, sondern auch die SPD. Als ich 1970 eintrat in die SPD, da hat zum Beispiel der Ortsvereinsvorstand einen Brief geschrieben an den Unterbezirksvorstand, in dem stand wörtlich über mich, er trägt immer Unruhe in die Versammlung. Und das hieß, plötzlich kamen Jusos und wollten Beschlüsse fassen, Anträge stellen an höhere Parteitage. Ja. Bis dahin war das so, der Vorsitzende des Ortsvereins eröffnete die Versammlung, der Vorsitzende des Ortsvereins gab seinen Bericht, der Vorsitzende des Ortsvereins leitete über zur Wahl, ließ sich bestätigen, unter dem Punkt Verschiedenes gab er vielleicht noch das Ortsvereinsfest bekannt und dann endete die Versammlung. Und niemand sonst außer dem Vorsitzenden spielte da eine Rolle. Und jetzt kamen die wir Jusos und forderten solche Sachen wie Verstaatlichung der Banken, als die Herrstadt
Bank in Köln pleite ging oder zum Beispiel die Vergesellschaftung der Mineralölkonzerne, die autofreien Sonntage damals gab es da um 1973 herum. Und als diese Anträge auf den Landesparteitag der SPD in Nordrhein-Westfalen kamen, hat der damalige Ministerpräsident Heinz Kühn zu Hermann Heinemann, seinem Wirtschafts- und seinem Arbeits- und Sozialminister, gesagt, sag mal, die kommen doch alle diese Anträge, Hermann, aus deinem Ortsverein. Und tatsächlich war das so, wenn Hermann Heinemann nicht da war, dann setzen wir alles durch. Und dann wurde Hermann Heinemann beauftragt, da mal für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und das war so, sagen wir mal, ja ein allgemeines Muster. Man hat zu Mitteln der Repression gegriffen, also Parteiordnungsverfahren und Ausschlussverfahren ergriffen, um sich dieser Jusos zu erwehren, die ja natürlich die SPD nach links drücken wollten. Leute wie Thilo Sarrazin, die sind heute noch in der SPD, die können rassistische Thesen verbreiten, wie sie wollen. Ja, das macht die SPD nicht, dass sie sich solcher Mitglieder entledigt, aber sobald du wirklich den demokratischen Sozialismus ernst nahmst und Vergesellschaftungsmaßnahmen beispielsweise fordertest, hat man zu dem Hammer der Repression gegriffen und zu solchen Ordnungsmaßnahmen, was natürlich gegenüber einem, ich weiß nicht, 23-jährigen Juso schon ein starkes Stück war, weil man hätte, meine ich, selbst wenn man das nicht hinnehmen wollte, mit dem auch mal vernünftig reden können. So, aber man hat es aber nicht getan, sondern man hat es als innerparteiliche Machtauseinandersetzung begriffen und auch so gelöst, also mit Machtmitteln. Also eins war es auf jeden Fall nicht, sozial. Absolut, und demokratisch war es auch nicht. Ich kann mich erinnern, das hat mich ja, ich rede jetzt viel darüber, Rainer, weil das hat meine Biografie sehr geprägt. Stimmt, also du musst dir vorstellen, mit 23 Jahren als Sozialwissenschaftler, der dabei war, seinen Abschluss zu machen, aus der SPD ausgeschlossen zu werden, hieß, den Stempel zu bekommen, du bist verfassungsfeind. Du hast das politische, verfassungsmäßige Spektrum der Bundesrepublik Deutschland verlassen. Das war viel schlimmer als in der DKP zu sein. Da sagten viele sozialdemokratische Funktionäre, okay, der ist politisch am anderen Ufer, aber der zeigt doch Rückgrat, der steht zu seiner Überzeugung, aber ein Mensch in seiner eigenen Partei, dass der nun Kritik übt, dass der nun weitergehende Forderungen hat, das war absolut nicht angebracht. Und ich habe das sehr als großen Bruch in meinem Leben empfunden, dass ich beruflich dadurch zunächst mal wirklich aufs Abstellgleis geschoben wurde und dass ich auch zum Beispiel alle Freunde verlor. Du musst dir das so vorstellen, ich war in einem Juso-Vorstand in Dortmund, das war der größte Unterbezirk der Bundesrepublik. Ollenhauer hat gesagt, als Parteivorsitzender der Herzkammer der Sozialdemokratie Dortmund, damals 35.000 Parteimitglieder, heute noch 8.000 oder 10.000, da war ich in den Arbeitsgemeinschaften der Jusos unterwegs. Jeden Abend von 30 Tagen im Monat war ich da 27 in der Partei und bei den Jusos unterwegs. Jetzt wurde ich ausgeschlossen. Die früheren Mitkämpfer, ja, die konnten sich kaum noch mit mir zeigen. Der Oberbürgermeister von Dortmund, Günther Samtlebe, 30, 40 Jahre Oberbürgermeister von Dortmund, traf mich im Westfalenpark, als ich ausgeschlossen war, und sagte dann im Scherz zu mir, komm, lass uns hinter den nächsten Busch gehen, damit mich niemand mit dir sieht. Aber das war zwar scherzhaft gemeint, drückte aber aus, was wirklich der Fall war, nämlich ich war plötzlich ein Ausgestoßener, nicht nur ein Ausgeschlossener, sondern auch ein Ausgestoßener. Und ich verlor praktisch dadurch meinen Freundeskreis, ich musste praktisch neu anfangen, weil ich den Fehler gemacht hatte, mich zu stark auf diese Parteiarbeit zu konzentrieren. Ich würde das jedem raten, das zu lassen, nur noch in Sitzungen zu verbringen, nur noch Papiere zu schreiben für eine Partei, nur noch in Parteiversammlungen zu gehen, weil es beschränkt das Leben auf weniges. Und ich habe dann natürlich zum Glück vielleicht auch durch diesen Ausschluss einen anderen Weg gewiesen bekommen, nämlich mich dann eher wissenschaftlich zu betätigen, nicht auf die Partei und auf Parteikarriere zu gucken, nicht in den Bundestag mehr zu streben, wie ich das damals vielleicht vorgehabt habe, sondern den Blick auch zu weiten in Bewegung. Ich war dann in der Friedensbewegung sehr aktiv, weil es in der SPD ja nicht mehr ging. Ich wollte auch nicht in eine andere Partei eintreten. Und dieses Kapitel aber meiner Juso-Arbeit in Dortmund mit dem Parteiausschluss als Ende war, glaube ich, sehr prägend für mein Gerechtigkeitsverständnis, für meine Art, auf Menschen zuzugehen, mit denen umzugehen, mich politisch auf eine bestimmte Art zu engagieren.
Das hat mich sehr geprägt. Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen ist ja auch so, man versteht es auch nicht. Du hast ja was angestoßen, was eigentlich für die Partei von Vorteil gewesen wäre. Aber nur weil siehst du so. Nur weil es denen nicht gepasst hat, haben sie sich ausgeschlossen. Das finde ich schädlich. Ja, aber so war das. Die SPD, aber scheinbar war das damals die Zeit so. Ja, man hatte so das Gefühl, jetzt kommt eine neue Generation, die treibt uns aus unserem Gewohnten heraus und die will jetzt plötzlich was ganz anderes. Das war natürlich die Zeit auch der nach 68er. Ich bin ja zu alt, also zu alt, um jetzt vielleicht noch mit den jungen Menschen mithalten zu können. Also ich bin jetzt 67. Ich bin aber zu jung, um noch 68er gewesen zu sein. Und das heißt, ich habe das nur noch so am Rande miterlebt, aber war natürlich auch dadurch geprägt. Und die Jusos haben versucht, den Marsch durch die Institutionen, wie Rudi Dutschke das genannt hat, anzutreten und haben versucht, die SPD aufzubrechen und die auch zu verändern. Aber die einen hat die SPD mehr verändert als sie die SPD und die anderen wie mich hat die SPD sich gar nicht verändern lassen, sondern hat dafür gesorgt, auf administrative Wege, dass diese Möglichkeit nicht mehr bestand. Vielleicht war es auch für dein Leben gut. Du hast gleich gesehen, wie das Parteiensystem funktioniert. Ja, das kann man auch so sehen, ja. Ich habe auch so ein Büchlein damals gemacht, das hieß Parteiordnungsverfahren in der SPD, wo dann auch mein Fall also entsprechend von mir kommentiert. Ich hatte damals totale Illusionen. Ich glaubte, vor diesem Parteigericht, was dann tagte, in einer einstündigen Rede mich verteidigen zu können und war der festen Überzeugung, dann würde man mich nicht ausschließen können. Aber das hat mir überhaupt nichts genützt, sondern das Urteil stand vorher schon fest. Man wollte mich loswerden und hat es auch geschafft. Weil ich war eben Teil dieser sogenannten Stamokap-Gruppe bei den Jungsozialisten. Wir nannten uns traditionalistische Marxisten. Detlef Albers, Klaus-Uwe Benneter waren so bekannte Namen. Und das waren diejenigen, die die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, die auch die DDR vertrat. Wir konnten der was abgewinnen. Und das war natürlich etwas, was uns gleich in die Nähe der Kommunisten gerückt hat. Mich hat es dann gewundert, dass du wieder in den 80er Jahren zurückgegangen bist. Naja, da war inzwischen also natürlich eine ganz andere Situation. Oskar Lafontaine war dabei, Kanzlerkandidat zu werden Ende der 80er Jahre. Und die Partei öffnete sich auch für Bewegungen, für Ökologiebewegungen, für Frauenbewegungen, für Friedensbewegungen. Ich hatte ja die Raketenaufstellung enorm bekämpft, die aber natürlich Helmut Schmidt durchgesetzt hat als Bundeskanzler der SPD und war da also außerparlamentarisch im Grunde gegen diese dominierende SPD-Linie aktiv. Aber als die SPD sich dann auch mehr der Friedensbewegung zuwandte, da dachte ich, es ist an der Zeit, wieder einzutreten und habe es dann auch getan und eine ganze Zeit lang dann auch wieder in der SPD-Politik gemacht. Du warst dann praktisch, kann man sagen, 20 Jahre in der Landesorganisation der bremischen SPD aktiv. Mhm. Und 2005 hat dann der Christoph gesagt, was die können, das kann ich selbst auch. Ist ausgetreten. Ja, absolut. Einmal ausgeschlossen, einmal ausgetreten. Ja. Weil ich war natürlich unzufrieden mit der Agenda 2010, mit den Harzgesetzen, mit Gerhard Schröder, mit dem ich, wie gesagt, schon mal SPD-Arbeit, Juso-Arbeit zusammen gemacht hatte. Mhm. Aber das war in seiner Kanzlerschaft natürlich eine neoliberale Politik, die er da gemacht hat. Zum Beispiel das Schaffen eines breiten Niedriglohnsektors, die Demontage des Sozialstaates, die Riester-Reform, also die Teilprivatisierung der Altersvorsorge. Und als dann Hartz IV kam, also die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, von der ich übrigens selber auch mal eine Zeit lang gelebt hatte, das war ja nicht eine Zusammenlegung mit der Sozialhilfe, sondern die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, als eine den Lebensstandard von Langzeiterwerbslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung. An deren Stelle trat eine Fürsorgeleistung, das Arbeitslosengeld II. Da war für mich Schluss. Die Armut wurde größer von Kindern, aber auch von prekär Beschäftigten. Und das war alles das Resultat einer SPD-geführten Bundesregierung, einer rot-grünen Koalition, mit der ich dann vor allen Dingen mit der SPD deshalb brach, weil die dann 2005 gleich in die Große Koalition unter Angela Merkel ging. Und das hatte bei mir dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann bin ich ausgetreten. Weißt du, Christoph, was ich nicht verstehe an diesen ganzen Hartz-IV-Diskussionen, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Beispiel die Schleckerfrau, werden dann arbeitslos gleichgestellt werden mit denen, die nie was gearbeitet haben. Ja, das ist dieses, die Arbeitslosenhilfe sorgte dafür,
dass jemand, der lange gearbeitet hatte, meinetwegen, jetzt nehmen wir mal nicht die Schleckerfrauen, sondern einen Diplom-Ingenieur, oder so, wenn der mit 53 Jahren arbeitslos wurde, nach jahrzehntelanger Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung, dann wurde der jetzt am 1. Januar 2005 abgesenkt auf dieses Sozialhilfeniveau, auf damals 345 Euro in Westdeutschland und 331 Euro in Ostdeutschland plus Miet- und Heizkosten. Und vorher bekam er 53 bzw. 57 Prozent seines letzten Nettogehalts. Genau. Und das heißt jetzt mal auf heutige Verhältnisse übersetzt, dass er heute, würde er sagen, wenn wir mal 1800 Euro bekommen, Arbeitslosenhilfe, wenn es die noch gäbe, und stattdessen bekommt er jetzt seine 416 Euro Regelbedarf bei Hartz IV plus Miete und Heizkosten. Das sind so im Durchschnitt 800, je nachdem wo er wohnt, 800 bis 1000 Euro. Und das ist natürlich ein riesen Absenken von vielen hunderttausend Menschen und Familien, die erfolgt ist durch diese Reform Hartz IV. Und das hat mich total erregt und ich habe dann viele Bücher darüber geschrieben, viel Kritik geübt. Und bin der Meinung, dass man das der SPD auch nach wie vor im Grunde ankreiden muss. Weil wenn sie jetzt sagt, sie will an Hartz IV etwas verändern, ist das häufig nur das Schaffen eines sozialen Arbeitsmarktes. Menschen rauszuholen aus Hartz IV, finde ich ganz richtig und gut. Besonders dann, wenn es tariflich entgolten wird und auch vor allen Dingen auch sozialversicherungspflichtig ist, in dem Sinne, dass wieder Anwartschaften auf Arbeitslosengeld I erworben wird. Aber es ist keine Abschaffung von Hartz IV, weil Hartz IV besteht dann nach wie vor, auch wenn viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind und lange in Hartz IV sind, herausgeholt werden und jetzt meinetwegen mit einem solidarischen Grundeinkommen, so nennt es Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, dann aus Hartz IV herausgeholt werden. Es müsste Hartz IV selbst angetastet und revidiert werden. Es müsste wieder eine Lohnersatzleistung geben für solche Menschen, wie du sagst, die lange gearbeitet haben. Und das hat Hartz IV aber beendet. Ich bin mir sowieso sicher, das Ganze ist sowieso eine gewollte Sache, auch mit den Renten. Ne? Man muss sehen, dass man in Europa ein gleiches finanzielles Niveau schafft. Und da ist natürlich Deutschland mit seinen in Anführungszeichen Reichtümern von früher natürlich ein Dorn im Auge, also muss man das runterdrücken. Andere Länder werden hochgehoben, Deutschland wird runtergedrückt. Ich denke, es ist auch ein bisschen Absicht dabei. Ja, aber das sehe ich nicht. Ich sehe eher, dass Deutschland andere niederdrückt, also indem man zum Beispiel mit Hartz IV und den anderen Reformen der Agenda 2010 die Löhne gedrückt hat. Bei uns hat man natürlich sich Wettbewerbsvorteile, zum Beispiel gegenüber den Ländern der südeuropäischen EU-Peripherie, geschaffen. Und dass dort in Portugal, in Spanien, in Griechenland, in Italien, dass da Krisen ausgebrochen sind, Staatsschuldenkrisen, wie die dann genannt werden, oder die Euro-Krise, hat damit zu tun, dass die Agenda 2010-Reformen, dass die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort noch stärker gemacht haben. Man hat von Deutschland aus die Arbeitslosigkeit in die südlichen europäischen Länder verschoben und man hat so gesehen eher auf deren Kosten gelebt. Also die Bundesrepublik muss sich nicht beklagen, dass sie von anderen schlecht behandelt wird, sondern eher sorgt sie dafür, dass es anderen, zum Beispiel den Griechinnen und Griechen oder vielen von denen, dass es denen sehr schlecht geht. Christoph, mit meinen Gästen mache ich zum Schluss der Sendung immer so eine Kurzfrage. Ja, dann mach das mal. Du hast gesagt, du bist jetzt 67. Ja. Was sind denn deine Ziele noch in deinem Leben? Ich habe einen 2-jährigen Sohn und eine 10-jährige Tochter. Und ich bin also zwar offiziell im Ruhestand, also als Beamter, als Hochschullehrer, aber in Wirklichkeit natürlich im Unruhestand. Ich beschäftige mich viel mit denen. Bei uns ist jede Menge Lärm, also von Ruhe kann überhaupt nicht die Rede sein. Und die groß werden zu sehen, das ist mein Ziel. Also mein Ziel jetzt bezogen auf Gesundheit, auf Leben. Dann will ich natürlich noch vieles mehr machen an Büchern, an Publikationen und auch an vielen Vorträgen, die ich ja nach wie vor halte. Also bei der nächsten Buchmesse, zur nächsten Buchmesse im Oktober, erscheinen 2 Bücher neue von mir. Eins heißt Rechtspopulisten im Parlament. Da geht es um die AfD und deren Provokation, Agitation und Propaganda. Und das zweite Buch ist um das Grundeinkommen. Das sind für mich so Themen, die in der Gesellschaft erörtert werden, die diskutiert werden und wo ich meinen Beitrag leisten will. Das ist mein Ziel. Dazu muss ich nicht mehr Professor sein an einer Hochschule, sondern ich denke, ich kann in Talkshows, ich kann in den Medien, ich kann durch Vorträge, ich kann durch Veröffentlichungen wirken
und meine Position in die Gesellschaft hineintragen. Das will ich auch weiterhin tun. Ja. Welch Mensch, egal Politiker oder Sänger oder Künstler, was weiß ich, würdest du gerne mal treffen? Oh, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber das wäre vielleicht schon mal interessant. Also wen ich getroffen habe nach der Bundesversammlung, ja, in der ich ja kandidiert habe gegen Frank-Walter Steinmeier, das war Wolfgang Schäuble, der, aha, mich kennenlernen wollte und der mit mir über Armut und Reichtum diskutiert, aha, hat. Übrigens auf dem militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens, was für mich als jemand aus der Friedensbewegung besonders beeindruckend war. Also so ein Spitzenpolitiker, den Bundespräsidenten oder die Kanzlerin, mit der ich da in der Bundesversammlung nicht gesprochen habe, die näher kennenzulernen, wäre zum Beispiel interessant. Martin Schulz, der in der SPD so schlecht behandelt worden ist, saß neben mir in der Bundesversammlung. Wir haben uns aber nur so mal kurz zugenickt. Auch das wäre jemand, der jetzt wahrscheinlich totgeschwiegen wird und der in gewisser Weise so ein ähnliches Schicksal genommen hat in der SPD wie ich, nämlich zuerst, bei mir war das auch so, da geschien so eine Politikerkarriere ziemlich raketenhaft zu starten, als ich als junger Mann doch dann schon einigen Einfluss in der SPD hatte und dann ging es krachend nach unten. Und so ist das Martin Schulz auch ergangen. Ja. Und der scheint mir zum Beispiel eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich habe mir gerade überlegt, wenn du damals nicht ausgetreten wärst aus der SPD, würdest du vielleicht heute Bundespräsident sein? Nein, das glaube ich nun wieder nicht, weil die SPD hat sich ja immer weiter von mir und meinen Idealen wegbewegt. Ich, ja, bin zwar ausgetreten, aber in Wirklichkeit bin ich ja nicht weggegangen, ja, ja, sondern die SPD ist von mir weggegangen. Ja. Und ich habe mal bei einem Essen mit Kurt Beck, der mich als Parteivorsitzender damals wieder in die SPD hineinholen wollte, gesagt, ja, naja, dann macht ihr erstmal sozialdemokratische Politik, weil, mhm, ich ja nach wie vor mich als linker Sozialdemokrat, mhm, fühle in gewisser Weise, auch als Sozialist und als Linker. Aber ich sehe mich ja als, wenn du so willst, als ideellen Gesamtlinken mit ökologischem Einschlag. Mhm. Und ich wäre eigentlich gerne der Kandidat von SPD, Bündnis 90, die Grünen und der Linken, mhm, gewesen. War es aber nur als parteiloser Kandidat der Linken. Und die SPD hat sich anders entschieden. Und zurzeit sehe ich auch nicht, dass die sich in eine Richtung entwickelt, dass sie für mich wieder als Mitglied interessant sein könnte. Mhm. Man hat ja gesagt, die SPD wäre nach rechts gerutscht und die CDU nach links. Siehst du es auch so? Ja, so einen gewissen Anschein hat es, nicht? Ja. Weil Angela Merkel hat die CDU schon ein Stück weit modernisiert, wenn man jetzt mal meinetwegen an die Öffnung der Ehe für alle denkt, obwohl sie dann dagegen gestimmt hat, hat sie das aber ermöglicht. Und umgekehrt hat die SPD sich eigentlich immer stärker aus ihrer Tradition entfernt. Also man hätte ja meiner Meinung nach mit Martin Schulz die Möglichkeit gehabt, wieder an die Traditionslinie Bebel, Willy Brandt anzuknüpfen, ja, die fortzusetzen. Stattdessen hat man aber die Traditionslinie Helmut Schmidt, Gerhard Schröder und dann Olaf Scholz, hat man im Grunde eine Traditionslinie gewählt, die ich für falsch halte. Und ich sehe überhaupt nicht, dass die SPD wieder attraktiv werden könnte für junge Menschen, für Menschen, die nach mehr Gerechtigkeit streben, die diesen Finanzmarktkapitalismus überwinden wollen, hat sie doch nichts anzubieten. Mhm. Und Andrea Nahles, mit der ich ja auch mal viel zu tun hatte früher, die ist sicher jemand, die jetzt als erste Parteivorsitzende für die SPD sehr wichtig ist. Aber sie ist natürlich als Person jetzt auch nicht gerade ein Aufbruchssignal. Und ich sehe auch nicht, dass sie zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik der CDU und vor allen Dingen der CSU etwas entgegensetzt. Und wenn die SPD nicht lernt, eine wirkliche Alternative, eine linke, überzeugte, demokratische und sozialistische Alternative zu verkörpern, dann wird sie auch keinen Erfolg haben. Und dann wird sie bald womöglich, was natürlich das Schrecklichste wäre, hinter der AfD zurückbleiben, weil eben auch viele meinen, die AfD, was falsch ist, sei die Partei der kleinen Leute. Wenn man sich anguckt, was die AfD für programmatische Positionen hat, die Abschaffung der Erbschaftssteuer beispielsweise und die Abschaffung der Vermögenssteuer zeigen deutlich, dass sie eben eine Partei der Privilegierten ist. Und trotzdem besteht die Gefahr, dass, weil die SPD keine Alternative mehr ist, diese Partei, die den genialen Namen Alternative für Deutschland trägt, dass viele Menschen fälschlicherweise glauben, das sei eine Alternative zur Union. Und das ist es nicht.
Aber die SPD ist es eben leider gegenwärtig auch nicht. Und weil sie es nicht ist, deshalb sagt sie so ab in der Zustimmung, was zumindest die Umfragen und leider auch die Wahlen angeht. Ich hatte letztens einen Politiker von den Grünen da gehabt. Und den habe ich mal gefragt, die Grünen waren ja eigentlich zu ihrer Gründung, wo Peter Kelly aktiv war, der Bastian, haben ja eine Ideologie verkörpert. Ja. Auch die SPD hat eine Ideologie verkörpert, früher mit der Arbeiterbewegung. Mhm. Wo sind denn die Ideologien geblieben? Siehst du auch ein Problem? Weil heutzutage ist ja so, wenn du jemanden fragst, auch Leute, die SPD wählen, oder auch die Linke, die Grünen, die kennen sich immer weniger mit den Sachfragen aus. Weil ich sage immer, die machen eh, was sie wollen. Aber jeder wählt irgendjemand, weil er jemand sympathisch findet. Und das finde ich ist kein guter Weg. Ja, Ziel, ne? Es sind die Inhalte treten zurück. Das hat damit zu tun, dass dieser Neoliberalismus und diese Meinungsführerschaft des Neoliberalismus ja eine auch im Grunde entpolitisierte Gesellschaft zurücklässt. Also ich spreche mal von so einer Ideologie der Ideologielosigkeit. Also es ist, es herrscht die Auffassung, besonders ehrlich und besonders sachgerecht auch in der Politik, und überzeugend sei derjenige, der keine Ideologie vertrete. Aber in Wirklichkeit seine Ideale aufzugeben, also zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit einzutreten, für Gleichheit, für Geschlechtergleichheit, genauso wie für die Emanzipation der abhängig Beschäftigten. So eine Ideale aufzugeben, das ist dann im Grunde, finde ich schon eine Kapitulationserklärung. Also das ist ein Offenbarungseid. Und wenn die Politik nicht lernt, auch wieder den Menschen solche Angebote zu machen, dass sie mit Überzeugungskraft an Ideale glauben, dann wird natürlich der Pragmatismus dazu führen, dass nur noch Kapitalinteressen sich durchsetzen, die nämlich dann sagen, wir vertreten ja keine Ideologie, sondern wir stabilisieren nur das Bestehende. Und das Bestehende muss nicht ideologisch unterfüttert werden, weil es besteht ja schon. Aber wenn man die Gesellschaft verändern will, dann braucht man Ideale, dann braucht man auch Ideologien, dann braucht man Überzeugungen, dann braucht man Programmatik. Und das fehlt so ein bisschen. Christoph, vielleicht ist es auch gerade das Plus der AfD. Weil die AfD hat ja kein Programm, aber die haben eine Ideologie. Ja, sie haben Ressentiments, da spielt Rassismus, Nationalismus eine große Rolle. Es ist auch sehr stark, dass ich habe den Begriff des Standortnationalismus vor 20 oder über 20 Jahren mal geprägt. Also der eigene Wirtschaftsstandort steht im Vordergrund. Auch Wohlstandschauvinismus ist sowas, was die AfD verkörpert. Also den eigenen Wohlstand gegen die anstürmenden Armen aus aller Welt zu verteidigen. So, und wenn das der ganze Inhalt einer so reichen Gesellschaft wie unserer ist, dann würde ich sagen, ist das ein Armutszeugnis. Und deswegen kann die AfD keine Alternative sein, auch wenn sie diesen Begriff im Namen führt. Also du siehst auch so, dass die Ideologie bei den Parteien verschwunden sein ist. Naja, zumindest wird das vorgegeben. Und es wird, was die SPD angeht, das ist eigentlich das eigene Programm verloren gegangen. Ja. Also das, was mal die Partei zu Zeiten von August Bebel ausgezeichnet hat, dass sie die Zukunft repräsentierte, dass sie den Kapitalismus überwinden wollte, dass sie für soziale Gerechtigkeit eingetreten ist, aber auch voller Überzeugung. Ja. Das hast du nicht mehr. Du hast pragmatische Politiker, du hast Technokraten, du hast Leute, für mich ist sicherlich Olaf Scholz jemand, der das verkörpert, die machen eine sehr professionelle Politik, aber sie tun es nicht mehr mit der Überzeugungskraft, die nötig ist, um Menschen mitzunehmen, um Menschen zu begeistern, um junge Menschen anzuziehen. Und die SPD ist auf dem absteigenden Ast, wenn sie das nicht grundlegend ändert. Und dann fällt mir auch auf, die Politiker werden eigentlich wie in ein Amt gewählt. Und dann reden die in allen anderen Ämtern genauso mit, wie für das Amt, was sie gewählt worden sind. Das fällt mir auch auf. Das, früher gab es das nicht. Wenn einer Innenminister war, hat er seinen Job getan als Innenminister, fertig aus. Da hat er nicht mehr über die Gesundheitsreform diskutiert oder über die Koalition. Rainer, haben das nicht Politiker, die, sagen wir mal, ein großes Maß an Ausstrahlungskraft besaßen, haben die das nicht dann doch gemacht? Also zum Beispiel gerade, wenn sie Kanzler werden wollten, also dass Jens Spahn sich da jetzt profiliert und mit einem steinzeitlichen Armutsbegriff nach dem Motto, arm ist nur der, der hungert, wie das tatsächlich früher so war. Arm war nur derjenige, der nichts aß außer
Brot und nichts trank, außer Wasser, weil er sonst nichts hatte. Heute ist er natürlich auch derjenige Arm, der in einer so reichen Gesellschaft nicht mithalten kann, der nicht seine zwischenmenschlichen Kontakte pflegen kann, der nicht sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen kann. Aber solche Politiker hat es immer schon gegeben, die nach Höherem strebten und sich dann auch über ihr Fachgebiet hinaus zu anderen Themen geäußert haben. Das sollen sie ruhig tun, aber sie sollten es qualifiziert tun. Sie sollten es sachgerecht tun und so, dass es wirklich überzeugt. Und das ist bei Jens Spahn beispielsweise sicherlich nicht der Fall. Jetzt habe ich noch eine interessante Frage, da freuen sich mal meine Gäste. Wenn du wiedergeboren werden würdest, ich weiß nicht, ob du gläubiger Mensch bist oder nicht, aber als welches Tier würdest du wiedergeboren werden? Als Beruf hätte ich jetzt den Erzieher genannt, weil ich gerade vorgestern, als ich meinen kleinen Sohn aus der Kita holte, dachte, Mann, das ist doch schön mit so kleinen Kindern, die die irresten Ideen haben und die da also so viel Charme ausstrahlen und die also so überzeugend sind und die dann auf ihrem Weg zu begleiten. Aber als Tier, da habe ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind so meine Lieblingstiere, dann käme für mich zum Beispiel die Eule ganz vorne, weil die Klugheit und die Weisheit repräsentiert. Aber zum Beispiel auch Flusspferde finde ich ungeheuer toll. Und es gibt sicher eine ganze Menge andere Tiere, die mich also auch noch begeistern könnten. Ob ich jetzt allerdings in deren Haut stecken, möchte, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil die meisten Tiere werden ja doch von den Menschen nicht gut behandelt und sind dann häufig dabei auszusterben. Und das möchte man dann natürlich auch nicht. Christoph, wir sind am Ende unserer Sendung. Super, Rainer. Ich bin auch ganz froh, weil es ist so heiß. Es war ein so interessantes Gespräch mit dir. Ja. Wir müssen das irgendwann mal wieder fortsetzen. Ja, das machen wir. Wir haben noch so viel zu erzählen. Das machen wir. Und freue ich mich schon drauf, wenn du wieder zu mir kommst und wir dann den Teil 2 machen. Okay. Und ich hoffe, bis dahin hat sich ein bisschen was verbessert. Ja, das kann ich auch nur hoffen. Schönen Dank für die Einladung nochmal. Und ich wünsche dir auch alles Gute und uns auch, dass die Gesellschaft sich zu einer humaneren, sozialeren, gerechteren entwickelt und zu einer, die die Flüchtlinge nicht abweist und die nicht am liebsten, wie das bei CSU-Politikern schon der Fall ist, am liebsten alle Staaten der Welt zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Wir müssen Schluss machen, Christoph. Ja. Wenn es so Leute wie dich gibt, die immer wieder darauf aufmerksam machen, dann wird sich die Welt verbessern. Hoffentlich. Darauf trinken wir. Jawohl, Christoph. Prost. Prost. Das war die eine Zipfel-Store-Runde mit Professor Dr. Christoph Butterwege. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei einer Zipfel-Store-Runde. Tschüss, wir winken nochmal. Tschüss, ja, wir winken. Tschüss. Tschüss.